Hier ist wieder Panorama, das Wochenmagazin von MEMA TV. Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt geht es Schritt für Schritt voran. In St. Sebastian erfolgte seitens des SHV Bruckmürz-Zuschlag der Spatenstich für die Erweiterung des Pensionisten- und Pflegeheimes. Am Hauptplatz in Bruck feierte man 10 Jahre Mundwerk inklusive Oktoberfest in der Innenstadt und Fußball. Da empfingen die KSV 1919 Amateure den FC Gradkorn. Der Beruf des Bestatters ist kein einfacher. Die Landesinnung der steirischen Bestatter traf sich kürzlich in Bruck. Im Zuge dieser Veranstaltung gab es auch eine Auszeichnung für die Bestattung der Stadtwerke Bruck. Pietät und Sensibilität sind die obersten Gebote eines zeitgemäßen Bestattungsunternehmens. In Bruck fand kürzlich die Landesinnungstagung der Bestatter statt. Die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg eines solchen Unternehmens sind laut Innungsmeister klar definiert. Genau gesagt, es ist die Landesinnungstagung der Bestatter, die wird einmal im Jahr durchgeführt. Es ist ein Zusammentreffen, da sind alle Bestatter der gesamten Steiermark geladen. Es ist ein Branchentreff, man tauscht aus Erfahrungen und Neuerungen, die es gegeben hat. Das wird den Mitgliedern da mitgeteilt. Aber primär geht es, dass man zusammenkommt und einen Erfahrungsaustausch macht. Die verschiedenen Arten von Bestattungen weisen einen eindeutigen Trend auf. Der Trend geht eindeutig zur Feuerbestattung. Also auch in den ländlichen Bereichen, im städtischen Bereich ist sowieso mehr Feuerbestattung, aber auch im ländlichen Bereich nimmt die Feuerbestattung deutlich zu. Aber was vielfach vergessen wird, auch für die Mitarbeiter ist die Tätigkeit eine starke psychische Belastung. Primär bist du als Bestatter auch ein kleiner Psychiater. Also viele kommen, die reden sich mal die Sorgen von der Seele. Also da muss man einfach zuhören und nebenbei aber trotzdem auf das Thema hinleiten, weil man das Begräbnis auch organisieren muss. Nicht? Aber wenn man mit jedem mittrauern würde, dann ist man, glaube ich, binnen kürzester Zeit selbst für den Psychiater reifen. Ich sage immer, Bestatter ist nicht nur ein Beruf, sondern es ist auch Berufung, Bestatter zu sein. Das heißt, jedem ist das sicher nicht gegeben und es filtert sich dann gleich heraus, ob man mit dieser Situation klarkommt oder nicht. Auch immer wichtiger wird das Begleiten auf dem letzten Weg mit modernstem Gerät. Im Rahmen dieser Tagung wurden auch einige Funktionäre für ihre Tätigkeit ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung erfuhren die Stadtwerke Bruck an der Mur. Ja, wir als Stadtwerke Bruck an der Mur sind sehr stolz, dass wir heute diese Urkunde für 100-jährige Mitgliedschaft in der Innung der Bestatter entgegennehmen dürfen. Das Gewerbe der Bestatter hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Der Dienstleistungsgedanke hat sich hier immer mehr durchgesetzt und es ist einzig und allein die Qualität, die letztendlich beim Kunden zählt. Sie haben ja Mitarbeiter, die sich natürlich auch mit diesem Thema beschäftigen müssen. Wie werden diese Mitarbeiter auf solche Ereignisse wie zum Beispiel ein Begräbnis, eine Verabschiedung von einem Lieben gehandhabt? Ja, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir erfahrene Mitarbeiter haben, die sich gut auskennen in diesem Beruf, die hier viele Begräbnisse schon veranstaltet haben. Und wir genießen zum Glück den Ruf, dass wir hier sehr pietätvoll vorgehen und dass wir höchste Anerkennung in der Bevölkerung für unsere Dienstleistungen erhalten. Das oberste Gebot ist ja Sensibilität und Pietät. Genau so ist es. Das ist das Einzige, was beim Kunden zählt. Der Kunde ist in einer sehr emotionalen Situation, wenn ein lieber Mensch verstorben ist. Und hier bedarf es natürlich eines ganz besonderen Einfühlungsvermögens. Und das sagt man unseren Mitarbeitern immer wieder nach, dass wir hier sehr, sehr erfolgreich bei unseren Kunden sind. Ab 1. Jänner 2015 treten die Gemeindefusionen in Kraft. Viele Diskussionen hat es gegeben und gibt es noch. In Dörl hat man jetzt nachjustiert. Im März 2015 wird es in der Steiermark Gemeinderatswahlen geben. Da und dort spürt man schon Wahlkampfstimmung. Wenn auch die Anlässe verschieden sind. Die Gemeinde Dörl hat bereits ihre Vorstellungen. Wenn man die Frage stellt, was gibt es Neues in Dörl, so bekommt man folgende Antwort. Ja, in Dörl gibt es viele Neuigkeiten, aber politisch gesehen das Brisantere und das Aktuellere ist sicher jetzt der Gemeindeshuttle, der auf Initiative der SPÖ Dörl in den Gemeinderäten von Dörl und von St. Ilten demnächst beschlossen wird und damit die drei Gemeinden, die zukünftig diese neue Gemeinde ergeben, verbinden. Im Zuge der Gemeindezusammenlegungen gibt es Ungemach. Die Gemeinde Ettmissel ist ausgeschert und will sich nicht
einer Fusion mit den Gemeinden Tördel und St. Ilgen anschließen. Der derzeitige Bürgermeister von Tördel ist der Spitzenkandidat der SPÖ für die kommenden Gemeinderatswahlen. Ja, wir haben sehr klare Vorstellungen, was wir in Zukunft machen werden. Wir werden nichts ändern, sondern wir werden versuchen, diese offene, ehrliche, transparente Politik fortzuführen. Das Problem, das wir haben mit St. Ilgen, haben wir auf freiwilliger Basis ja den Beschluss gefasst. Edmissl hat ein offenes Verfahren. Das macht natürlich die Situation umso schwieriger, weil wir bis dato keine Rückmeldung vom Verfassungsgerichtshof haben, in welche Richtung entschieden wird. Aber wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir mit Ende Oktober der Bevölkerung in Edmissl einfach einmal unsere Informationen kundtun, in welche Richtung wir unsere Politik fortsetzen möchten. Und wann werden Sie definitiv mit dem sogenannten Wahlkampf beginnen? Ich glaube, wenn man ehrliche, offene Politik macht, braucht man keinen Wahlkampf. Die Personen, die Bevölkerung wird sich ein Bild machen, was in den letzten Jahren passiert ist. Und auf dieser Pyramide versuchen wir weiterhin aufzubauen, Politik für alle Menschen zu machen. Und mein Motto lautet immer Politik für Jung und Alt. Und was auch so ein Leitspruch von mir ist, wenn wir einen 100-Meter-Lauf haben, dann laufen alle 100 Meter und keine 80 Meter und keine 110, sondern Chancengleichheit für alle. Mit im Verbund ist die Bürgermeisterin von St. Ilgen. Meine Prämissen sind, dass ich auch in Zukunft für den Ortsteil St. Ilgen tätig sein will. Es wird ja auch eine große Versammlung geben. Da werden Sie sicherlich auch Ihre Ideen präsentieren können. Natürlich, es gibt ja Ideen, es gibt einen Katalog, was wir alles vorhaben und den werden wir dort präsentieren. Und schon jetzt werden Initiativen gesetzt, wie man den Bürgern dieser Gemeinden bessere Verkehrsanbindungen ermöglicht. Die Bauoffensive des SHV Bruckmürz Zuschlag hält weiter an. Jetzt gab es den Spatenstich für die Erweiterung des Pensionisten- und Pflegeheimes in St. Sebastian bei Mariazell. Wenn es darum geht, positive Aktionen, die die ältere Generation betreffen, zu erleben, dann ist der Sozialhilfeverband zur Stelle. Die Planungsarbeiten für die Erweiterung des Pflegeheimes St. Sebastian sind abgeschlossen. Und mit einem Baubeginn ist im zweiten Quartal des Jahres 2015 zu rechnen. Das ist jetzt der dritte Spatenstich, den wir haben, also sozusagen drei auf einen Streich hier im Mariazellerland. Erster Bauabschnitt, wir beginnen mit der Küche und führen dann die beiden Pflegeheime Mariazell und St. Sebastian auf einem Standort zusammen. Der Obmann des Sozialhilfeverbandes ist mit vollem Engagement und seiner Erfahrung als Kommunalpolitiker bei der Sache. In Wirklichkeit, das ganze Projekt, es gibt hier zwei Pflegeheime in dem Bereich Mariazell. Das ist das Pflegeheim in Mariazell und hier in St. Sebastian. Beide Heime mit je 20, 25 Bewohnerinnen und Bewohnern. Eigentlich in einer Kleinstruktur, die nicht zielführend ist. Es gibt hier eine Möglichkeit, eine tolle Nachnutzung, wie gesagt, der bestehende Bestand ist hier des Spitales. Und hier hat der Sozialverband Bruck an der Mur gesagt, okay, wir schaffen hier ein neues Zentrum für unsere Senioren, zukunftsorientiert. Das heißt mit neuen Voraussetzungen in einen Stil, den wir in Zukunft brauchen, mit mehr Licht, mit mehr Räumlichkeit, mit mehr Möglichkeiten, sich auszudehnen, sich zu bewegen. Denn das ist die Zukunft, da sind wir unsere Eltern und Menschen schuldig. Und hier, glaube ich, mit diesem Spatenstich heute, wo wir beginnen, schaffen wir dieses neue Projekt Pflegeheim St. Sebastian für 65 Bewohnerinnen und Bewohner und ich glaube, es ist eine tolle Zukunftsinvestition. Für einen Kommunalpolitiker sind gerade Sorge und Fürsorge für das Wohlfühlen um und für die älteren Bürger notwendig. Es ist für die Gemeinde St. Sebastian, aber für die gesamte Region Mariazellerland ein Freudentag, dass wir diesen Spatenstrich durchführen können. Geht es doch für die Zukunft um die Absicherung der Versorgung für unsere älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Entscheidend aber sind das Einfühlungsvermögen und Fachwissen der Pflegedienstleistung für den Erfolg einer solchen Einrichtung. Wir sind immer sehr bemüht, unsere Bewohnerinnen auch familiär aufzunehmen. Wir versuchen schon, die Angehörigen auch zu animieren, dass sie zu uns kommen, dass sie auch mit ihren Angehörigen noch Spaziergänge machen und wir machen auch von uns aus Ausflüge, wie jetzt auch vor kurzem haben wir einen Ausflug auf die Bürgeralm gemacht. Das Landesbudget wurde ohne Neuverschuldung beschlossen. Alle Sozialeinrichtungen kosten viel Geld, dennoch ist Geld vorhanden. Wir sind froh, dass es keine Neuverschuldung gibt. Das war unser Ziel vor 4 Jahren, trotz unserer Reformen und Umstrukturierungen. Es ist jetzt gelungen. Wir müssen jetzt demütig sein. Wir freuen uns und bedanken uns bei allen, die mitgetan haben. Wir werden auch in Zukunft unsere Aufgaben erfüllen können. Aber es gibt noch keinen Grund, dass wir sagen, wir können mit vollen Händen wieder das Geld rausgeben. Für das Nötigste wird das Geld da sein.
Für den Überfluss wird das noch etwas dauern. Das Pflegeheim Mariazellerland entstammt dem Nachnutzungsgesamtkonzept des Landeskrankenhauses Mariazell Areals. Herzlich willkommen bei Jarbacher, Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur und Lietzen. Das Wichtigste zuerst, verschenken Sie nicht Ihr Altgold, sondern fragen Sie gleich den kompetenten Sachverständigen, bevor Sie Ihre wertvollen Gold- und Silberstücke verkaufen möchten. Jarbacher, Leoben, Bruck und Lietzen bieten Ihnen gratis Schätzung und Barzahlung bei Ankauf. Auch Bilder, Uhren, Möbel, Porzellan, Gläser, handgeknüpfte Teppiche, Ansichtskarten, Briefmarken, Gegenstände aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und vieles mehr werden durch geschulte Sachverständige begutachtet, geschätzt und bei Ankauf bar bezahlt. Rufen Sie an Jarbacher Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur am Hauptplatz und Lietzen. Jarbacher, denn niemand hat etwas zu verschenken. Web 2000 Computertechnologie. Hier bekommen Sie Notebooks, PCs, Server, Monitore und noch vieles mehr, wie PC-Komplettsysteme, Scanner von namhaften Herstellern. Zu diesen Produkten überzeugt Web 2000 auch mit kompetenten und professionell geschulten Mitarbeitern, die für jeden Kunden das Richtige finden. Ebenso werden Reparaturen fachmännisch, effizient, kurzfristig und auch vor Ort ausgeführt. Und für jene, die sich gerne ein neues Gerät inklusive eines neuen Betriebssystems anlegen möchten, auch hier bietet Web 2000 die passenden Produkte und auch Installation an. Rundum ein perfekter Service für Sie von Web 2000 Computertechnologie in Schirmitzbühl bei Kapfenberg. Erreichbar unter 03862 32 3x7 oder auch im Internet unter www.web2000.at. Das 10-jährige Bestandsjubiläum der Band Mundwerk wurde mit einem großen Open-Air-Konzert auf dem Brucker Hauptplatz gebührend gefeiert. Und viele kamen und gratulierten zum Jubiläum. Vor 10 Jahren gegründet, hatte man damals an eine solche Erfolgsgeschichte nicht geglaubt. Wir haben mit 2 Menschen gestartet, Menschen mit Behinderung, und es ist jedes Jahr einer dazugekommen. Jetzt sind wir zu 12 auf der Bühne, die Leute kommen vom Murtal, vom Mürztal, von Graz, von der Weststeiermark, einfach die Besten der Besten. Zahlreiche Gäste und Freunde der Bios-Band Mundwerk folgten der Einladung zum 10-jährigen Jubiläum am 26. September auf dem Brucker Hauptplatz. Mundwerk ist eine Erfolgsgeschichte, denn es gelungen ist und beweisen, dass man mit Behinderung auch mitten im Leben stehen kann, dass man andere Menschen begeistern kann, dass man zeigt, dass man, wenn man auch Behinderung hat, dass man etwas leisten kann, dass man in der Lage ist, großartige Dinge zu präsentieren. Und das ist wirklich mit Mundwerk gelungen. Da muss man auch den Betreuern ganz herzlich gratulieren, die mit sehr viel Geduld und Aufmerksamkeit das Ganze möglich machen, und auch dem Bios-Institut. Mundwerk heißt für mich, nicht auf den Mund gefallen zu sein und ein entsprechendes Mundwerk auch zu haben, sich trauen, eine Meinung auch zu sagen. Minute um Minute füllte sich der Vorplatz der Bühne und bald fand man keinen freien Sitzplatz mehr. Wen wundert's beim musikalischen Können und der großartigen Lebensfreude, die diese besonderen Menschen dem Publikum entgegenbringen. Beste Musik, 10 tolle Musikerinnen und Musiker, und die Stadt Bruck an der Mur ist sehr stolz, so eine Band, nämlich Mundwerk, in unserer Stadt zu haben. Sie sind einer der größten Botschafter, musikalischen Botschafter, die unsere Stadt derzeit zur Verfügung hat. Über 60 Auftritte im Jahr, und sie tragen den Namen der Stadt Bruck an der Mur, den sie auch tief im Herzen tragen, in die ganze Welt hinaus, und wir sind sehr, sehr stolz, so eine tolle Band bei uns in der Stadt zu haben. Und der Erfolg ist nicht nur die Musik, sondern auch die Art, wie diese präsentiert wird. Die leben diese Musik, und das ist auch für mich auch
das Erfolgsgeheimnis dieser wunderbaren Band. Diese Musikerinnen und Musiker tragen die Musik wirklich im Herzen und sind mit einer riesigen Begeisterung dabei und stecken damit ihr Publikum natürlich auch an mit dieser Begeisterung. Und die Begeisterung ist groß, ob bei den Proben oder bei Konzerten und Auftritten. Da ist zum Beispiel der gute Grund in mir, der unser Harmonikaspieler, der dreimal die Woche aus Graz selbstständig herauffährt. Er ist blind, das ist sein Handicap und hat manchmal ein paar psychische Probleme, so wie wir meistens alle. Aber das Tolle ist, wie er in dieser Zeit gewachsen ist, seit er gekommen ist. Und jetzt nach 3 Jahren ist er ein ganz ein wichtiges, tolles Mitglied von uns und bereichert unsere Band mit der steirischen Volksmusik. Und die Veränderung ist das, wenn man heute ihn gut anschaut, ausgeglichen, entspannt und konzentriert auf der Bühne. Das war nicht immer so. Ich denke mal, das tut er schon ganz schön gut, dass du bei uns bist, oder? Ja, war ich klar. Grüß dich. Am Abend der Jubiläumsfeier untermalten Mundwerk noch den Bockbieranstich zum erstmals stattfindenden Oktoberfest der Brugger Gastronomie. In den Brugger Innenstadtlokalen wurde gefeiert und getanzt bis in die frühen Morgenstunden und das Oktoberfest der Brugger Gastronomie soll in den kommenden Jahren ein fixer Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt Brugg werden. 20 Jahre gibt es bereits die Marktgemeinde Thörl. Im Zuge eines Frühschoppens wurde dies kürzlich gefeiert. Die 2000-Seelen-Gemeinde Thörl in der Steiermark wurde am 1. September 1994 Marktgemeinde. 20 Jahre sind seit diesem historischen Festakt vergangen und das soll und muss gefeiert werden, so hieß es in der Gemeinde. Wir feiern 20 Jahre Marktgemeinde Thörl und nehmen das zum Anlass, dass wir heute Angelobung haben, dass wir morgen einen Tag des Sportes für die Jugend haben und am Sonntag gibt es einen ORF-Frühschoppen, Radio Steiermark, und dann gehen wir in den Kirtag über. Ein umfangreiches Programm also am letzten Septemberwochenende. Auftaktveranstaltung war die Angelobungsfeier des österreichischen Bundesheeres. Heute sind etwas über 300 Rekruten, die hier ihr Treuegelöbnis auf die Republik ableisten. Das geschieht in einem militärischen Festakt mit 3 Hauptteilen, mit einem geistlichen Teil, mit einem politischen Teil sozusagen und als Höhepunkt dem Treuegelöbnis. Im Anschluss daran wird der große Zapfenstreich aufgeführt. Der Republik Österreich! Und dem österreichischen Volke! Und dem österreichischen Volke! Zu dienen! Zu dienen! Nach dem Treuegelöbnis hatten Besucher, Familienangehörige und Freunde 10 Minuten Zeit, um mit den Rekruten zu plaudern und Erinnerungsfotos zu schießen. Ich war sehr stolz, wie ich die Formel nachgesprochen habe. War ein ziemlich tolles Gefühl, vor allem vom Publikum. Und ich hoffe, das Gefühl werde ich auch noch in Zukunft haben, in meinem weiteren Grunddienst. Ich finde es einfach irrsinnig schön, dass man sowas machen kann und vor allem, dass wir so viele Leute zusammengekommen sind und wir alle gemeinsam eben den Schwur geleistet haben und das Gelöbnis einfach aufgesagt haben. Es ist einfach schön, dass man sieht, wie eine Einheit funktioniert und die Kameradschaft. War das für Sie ein erhebendes Gefühl heute? Ja, freilich. Wenn einer der Enkelsöhne die Angelobung hat, dann ist das was Besonderes. Und darüber freuen wir uns. Sehr stimmungsvoll für alle Beteiligten ist der Zapfenstreich. Also der Zapfenstreich in der wahrsten Bedeutung seines Wortes hat für Soldaten des Bundesheeres eine zweifache in seiner Art. Die erste ist eher eine sehr traditionelle. Es bedeutet jenen Zeitpunkt, wann der Soldat in die Kaserne einrücken muss. Das ist üblicherweise um 24 Uhr. Und die kulturell künstlerisch angehauchte Bedeutung ist diejenige, die wir heute hier bei dieser Veranstaltung erfahren. Das ist eine musikalische Darbietung. Und es endet mit einer Solotrompetendarbietung. Das ist der eigentliche Zapfenstreich, das Abblasen. Anschließend gute Unterhaltung mit dem Seeberg-Duo im Festzelt. Der zweite Festtag stand im Zeichen der Vereine und Sport. Es geht darum, dass wir im Zuge der Markterhebung von Thörl die 20-Jahr-Feier haben und da eigentlich die Vereine mit inkludieren wollen und da ein bisschen an Humor
humoristischen Beitrag leisten wollen mit diesem Bubble-Turnier, wo ein bisschen Sport dabei ist, ein bisschen Gesellschaftspflege dabei ist, die Vereine sich untereinander auf lustige Art und Weise ein bisschen messen können und der sportliche Charakter ein bisschen einen Beitrag leisten sollte. Was ist so der Reiz an diesem Spiel? Einfach, dass man immer herfliegt und sich nicht wehren kann. Wir wollen gewinnen. Wir sind die Besten. Wir sind die Firma Bank Austria. Ja, sehen tut man so gut wie nichts. Aber es geht ja nur um Körperkontakt. Also einfach vollen Körperkontakt, was geht, einsetzen und Richtung Tor schießen. Und hoffen, dass es wird. Aufgespielt am Sonntagvormittag. Der Radio Steiermark Frühschau. Anlässlich 20 Jahre Marktgemeinde Thörl übertragen wir aus dem Freizeitheim einen Frühschoppen mit Sepp Leutner. Ich freue mich aufs Feiern, weil wir heute gemeinsam feiern und das ist gut so. Das zeigt ja auch, dass wir uns in Thörl gemeinsam freuen können über ein so gutes Jubiläum. Ist die Gegend rau, geht auch Meister Wind, vor sie doch genau als Ex-Thörler Kind. Ich bin hier geboren, lebe seit 62 Jahren hier, war 31 Jahre im Gemeinderat und bin heute stolz darauf, Thörler zu sein. Und dass sich unsere Gemeinde so entwickelt hat, wie es ist. Wir haben jede etliche Versorgung, Nahversorger. Und auch die Bevölkerung, glaube ich, hat hier ein gutes Stück Heimat gefunden und ich auch. Und da können wir uns drüber freuen. Blickt man in die Zukunft, so ist Thörl ebenfalls mit Veränderungen konfrontiert. Was wird auf Thörl zukommen? Es wird sich für die Thörlerinnen und die Thörler nichts Dramatisches ändern. Wir werden eine neue Gemeinde bilden mit dem Namen Thörl. Wir werden ja ganz 2400 Einwohner haben und wir werden auch in Zukunft diese Politik betreiben, die wir jetzt schon gemacht haben, offen, ehrlich und transparent für die Bürgerinnen und Bürger. Diesen Beitrag widmen Ihnen ein herzliches Grüß Gott beim Hochschwabwirt in Thörl. Vier Generationen Familie Reiter sprechen für Qualität. Feiern Sie bei uns Ihre ganz private Familienfeier in der Setznagelstube für bis zu 25 Personen oder im Saal Hochschwabblick für bis zu 65 Personen. Ob Buffet oder Festmenü, gemeinsam überraschen wir Ihre Gäste. Tägliches Mittagsmenü. Ob mit dem Rad, Auto oder Bus, wir machen deine Rast zum Genuss. Bei uns gibt's wieder Wildgerichte vom Thörler Kirtagswochenende bis Mitte Jänner. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Qualität, die sich gewaschen hat. Seit 1982 ist die Wäscherei Brunhofer in Thörl der ideale Partner für sämtliche Wäschereidienstleistungen und Miettextilien in der gesamten Obersteiermark. Das Angebot umfasst Miettextilien für Hotellerie und Gastronomie, Reinigung von Berufskleidung sowie Reinigung von Werbematten. Brunhofer Wäscherei und Kleiderreinigung in Thörl. Der Familienbetrieb Elektrofladischer in Thörl hat sich in der gesamten Region längst einen Namen in Sachen Qualität, Preis und Leistung gemacht. Besonderer Wert wird dabei auf den Kundendienst gelegt und das oberste Gebot von Firmenchef Franz Fladischer lautet seit Jahren wie eh und je: Pünktlichkeit und Qualität sind für uns eine Pflicht dem Kunden gegenüber und unsere besten Visitenkarten. Elektrofladischer Thörl. Am 26. September veranstalteten die Rheinfelder Zbruck mit den Moosheimers ein Benefizkonzert in der Brugger Wirtschaftskammer. Special Guest war Alex Rehag. Zu einem Benefizkonzert haben vor kurzem die Rheinfelder Zbruck in die Wirtschaftskammer geladen. Zweck der Veranstaltung war es, wieder einmal Gutes zu tun. Ja, wir haben heute das erste Benefizkonzert hier in der Wirtschaftskammer. Benefizkonzert der Rheinfelder zusammen mit den IGS, das heißt Zeit- und Hilfsbörse, haben wir das veranstaltet. Und es tritt die Mooshammerls aus Damsweg aus. Warum die Mooshammerls? Ist ganz klar, der Zlattenbauer, also ein Rheinfelder, der spielt bei dieser Band und der hat uns das zusammengebracht, damit die Kosten kostenlos bei uns auftreten.
die Rennfelder ist es seit mehr als einem Jahrhundert Aufgabe, Bedürftigen unter die Arme zu greifen. Die Rennfelder sind bekannt für wohltätige Zwecke. Die gibt es seit 1902. Damals sind für arme Kinder, Bauernkinder Schuhe gespendet worden. Wir haben heute das Glück, dass wir zwei Rollstühle übergeben können im Wert von 3.000 Euro. Und da ist einfach so, dass wir unsere Festl veranstalten. Das heißt einmal grundsätzlich den Kirtag und heute das Benefizkonzert. Feste ohne Musik sind keine Feste. Und wenn man noch einen Musiker der Marke Joe Horn in den eigenen Reihen hat, ist dies umso besser. Erstens einmal bin ich ein Brucker gestandener und bin bei den Rennfeldern dabei, so seit 20 Jahren. Und wir haben im Lunga oben, wo ich arbeite, eine Band. Und diese Band hat sich zum Ziel gemacht, karitative Sachen zu unterstützen. Das heißt, wir sind nicht auf Verdienst aus, sondern wir wollen Leuten helfen. Und das hat sich so angeboten und daher haben wir das jetzt gemacht und der Erfolg der Veranstaltung gibt uns eigentlich recht. Wir haben zwei Rollstühle zusammengebracht und das ist viel Geld und das macht uns einen Mordspaß. Ja, wir sind alle glücklich und das Spielen gefällt uns sowieso, weil wir gerne musizieren. Wenn also Musik, Spaß und der Wille zum Helfen vereint werden können, dann kann man nur den Hut ziehen vor solchen Mitmenschen. Danke an die Zeit- und Hilfsbörse und an die Rennfelder Zbruck. Zum Leben. Tenne. Die B&C Autoaufbereitung in der Mürzgasse 1 in Bruck an der Mur entfernt Flugrost und Teer von Ihrem Fahrzeug. Weiters reinigen wir Ihr Fahrzeug innen und außen. Polieren und Versiegeln des Autolacks führen wir zu Ihrer Zufriedenheit durch. Auch Scheibenfolierungen und Chiptuning wird für Ihr Fahrzeug mit größter Sorgfalt erledigt. B&C Autoaufbereitung bringt Ihr Fahrzeug auf Hochglanz. Das Bad zum Leben. Tenne. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung, Freude inklusive. Noch bis zum 19. Oktober kann man sich die Ausstellung im Kulturhaus Bruck von Daniel Spoerry ansehen. International bekannt wurde der Künstler bereits in den 60er Jahren. Wir waren bei der Vernissage dabei. In der Kulturhaus Kunstgalerie Bruck an der Mur konnte Frank-Peter Hofbauer am 27. September eine hochkarätige Ausstellung eröffnen. Der Künstler selbst musste leider kurzfristig sein Kommen absagen und konnte deshalb an seiner Ausstellungseröffnung nicht teilnehmen, was er in einem Brief außerordentlich bedauerte. Daniel Spoerry ist ein Weltkünstler des 20. und 21. Jahrhunderts und es freut mich irrsinnig, dass es uns gelungen ist, dass er heute bei uns in Bruck ausstellt. Es ist ein Weltreisender, der ständig unterwegs ist und wir können hier einen wirklich sehr schönen, umfassenden Teil seiner Arbeit präsentieren. Und es war ein Jahr lang Organisation und heute bin ich überglücklich, dass wir Daniel Spoerry hier in Bruck präsentieren können. Daniel Spoerry, am 27. März 1930 geboren, als bildender Künstler, aber erst 1959 bekannt, hatte mit dem Fallenbild seinen Platz in der Kunstgeschichte sichern können.
So ist es. Also diese einfachen Gegenstände, unter Anführungsstriche, sind ja Gegenstände, die zusammengebaut sind. Es sind aus verschiedensten Materialien Dinge zusammengebaut, sogenannte Assemblagen. Und die können natürlich einen ganz neuen Inhalt transportieren und transportieren auch neue Inhalte. Und das ist auch der Weg, den Daniel Spöri eigentlich von Anfang an seines künstlerischen Schaffens geht. Und damit zeigt er uns immer wieder die gesellschaftlichen Formen, die Gesellschaft an und für sich, wie in den Fallen Bildern zum Beispiel, wo ja ganze Tableaus oder ganze Bilder montiert werden auf Tischplatten und das gesellschaftliche Ereignis festgehalten wird wie in einer Falle. Und das macht eben das Besondere von Daniel Spöris Kunst aus und das ist das Schöne, dass wir das hier zeigen können. Es war schon immer ein Bestreben, namhafte Künstler in die Kornmesserstadt zu bringen. Wir sind bemüht, wirklich auch internationale Künstler auch in unserer Stadt zu präsentieren. Und Peter Hofbauer gelingt es wirklich perfekt. Er hat da hier die Zugänge, hat hier viele Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Und einen Daniel Spöri in die Stadt Bruck zu bekommen, ist schon was ganz Besonderes. Und wir sind sehr stolz, diese Ausstellung in Bruck den vielen Besucherinnen und Besuchern auch präsentieren zu können. Und wir versuchen natürlich auch in Zukunft solche interessanten Ausstellungen zu präsentieren. Die Ausstellung ist bis 19. Oktober 2014 in der Kunsthausgalerie Bruck an der Mur zu sehen. Ende September fand der traditionelle Feuerwehrheurige der Feuerwehr Bicheldorf im ansässigen Rösthaus statt. Ein tolles Rahmenprogramm rundete das zweitägige Fest ab. Bereits zum 12. Mal fand im perfekt dekorierten Rösthaus der Freiwilligen Feuerwehr Bicheldorf der Feuerwehrheurige statt. Ein besonderes Highlight dieses Festes sind wie jedes Jahr die Spitzenweine, aber auch Sturm, Maroni sowie die Disco für die Jugendlichen. Für uns ist es eine große Freude, wenn die Bevölkerung da ist und dann Spaß und eine Gaude hat. Und das ist das Allerwichtigste und das Zweitwichtigste für uns ist natürlich, das ist eine wichtige Einnahmequelle für uns, dass wir unsere Ausrüstung wieder verbessern können. Wir sind ja dabei, im nächsten Jahr ein neues Hilfeleistungsfahrzeug 2 zu beschaffen, das ist ein großer Aufwand für uns und da ist es wichtig, dass uns die Bevölkerung auch unterstützt und wir dann mit unserer modernisierten Ausrüstung die Sicherheit wieder garantieren können. Waren es am Samstag die Obersteirer, die für musikalische Stimmung sorgten, so unterhielten am Sonntag die Stolis perfekt ihr Publikum, die dabei auch gleich ihre jahrelange Erfahrung unter Beweis stellten. Wie üblich ist Tradition dieser Feuerwehrheuriger war auch ganz, ganz wichtig. Es gibt heute große Ehrungen von verdienten Gönnerinnen und Gönnern, die jahrelang über 20, 25 Jahre hier unsere Feuerwehr unterstützen. Es gibt zwei Bereiche, das ist die Freiwilligkeit unserer Feuerwehr und die Feuerwehr könnte nicht sein ohne ihre Gönner. Und ich glaube, es ist heute so ein Tag, wo man Danke sagt, auch ich als Bürgermeister der Marktgemeinde Oberreich. Bei diesem Feuerwehr-Frühschoppen in Bicheldorf auch Brucks Bürgermeister Johann Strassecker gerne dabei. Ich bin immer gerne dabei, wenn die Feuerwehr einlädt und die Feuerwehr Bicheldorf ist ja eine sehr, sehr wichtige Feuerwehr, auch in Zukunft für die Stadt Bruck an der Mur. Ab 1. Jänner sind wir eine gemeinsame neue Stadt und ich freue mich, dass mit Bicheldorf und mit der Feuerwehr Oberreich zwei neue Feuerwehren dazukommen werden und damit die Schlagkraft der Feuerwehren der Stadt Bruck noch besser sind. Wir grüßen euch, ihr lieben Freunde. Wie gefällt es euch da bei dem Feuerwehrfestl? Ja, gut. Warum seid ihr denn hergekommen? Ich muss sagen, weil wir unseren Cousin besucht haben, das sind bei der Feuerwehr. Jetzt waren wir 14 Tage in Ägypten und jetzt haben wir geschaut, dass wir heimkommen, dass wir zum Festl kommen. Ja, die Feuerwehr, die unterstützt man sowieso gern. Ja, sicher, mein Sohn ist ja auch dabei, nicht? Und es ist immer gut, wenn man eine Feuerwehr in der Nähe hat, nicht? Die was uns helfen kann, wenn irgendwas passiert. Und euch gefällt es auch gut, gell?
Ja, freilich, die Feuerwehr muss man unterstützen. Für den Feuerwehrkommandanten ist es auch immer wieder schön, unterstützende Mitglieder ehren zu dürfen. Für 50 Jahre treue Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Bischeldorf wurden heuer Grete und Alfred Kornberger, für 40 Jahre Gertrude Mansbart sowie für 25 Jahre Obereichsbürgermeister Gerhard Weber, Margit Meyer und Hubert Wendner geehrt. Nicht nur unsere Feuerwehrkameraden sind da fleißig im Einsatz, sondern auch die Partner und die Eltern und die Töchter und Kinder. Und das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir die Unterstützung auch tatkräftig haben. Spaß macht es aber auch den Kleinsten. Und so braucht man sich über Nachwuchs keine Sorgen machen. Diesen Beitrag widmete Ihnen der Holzmarkt in Obereich, hat viele verschiedene Dimensionen, der Hobel waren Fichte und Lärche und auch andere Produkte wie Gartenzaun, Terrassenüberdachungen, Carports, Gartenhäuser, Terrassenböden, Infrarotkabinen, Saunakabinen, Holzschutzfarben und vieles mehr. Fachberatung ist unser Plus. Holzmarkt Obereich. Die einen sagen, dort gibt's nur Ramsch und Kitsch, für die anderen gehört er zum fixen Bestandteil eines Ausflugs. Der Herbst steht auch für zahlreiche Kirrtage in den Gemeinden. Vor kurzem machte man in St. Michael Station. Er ist bereits Tradition und für viele Besucher ein Pflichttermin, der Kirrtag in St. Michael. Auch das Wetter zeigte sich an diesem Tag von seiner schönsten Seite und lockte so Schau- und Kauflustige aus nah und fern. Und wer nicht kommen konnte, den erfreute man sicher mit einem kleinen Präsent. Was ist das Besondere da auf dem Kirrtag? Ja, St. Michael Kirrtag, das ist schon sehr was Traditionelles. Es hat sich natürlich von früher her überliefert, dieser Kirrtag, wo die ganzen Leute zusammengekommen sind, was einkauft haben. Und das ist natürlich heute auch noch so. Warum kommen Sie da her zum St. Michael Kirrtag? Damit ich meine Kollegen treffe, ne? Ja, und ein bisschen Geselligkeit und sich gut unterhalten, einen Sturm trinken und ein Bier. Und dann gehen wir wieder heim. Und ein bisschen was kaufen aber die Standl? Ja, die Enkel sind noch zu klein, brauchen noch nichts. Da passt es noch nicht und die Kinder sind schon zu groß. Da passt es auch nicht, da können sie es schon selber kaufen. Und die Frau hat keine Wünsche. Ne? Ja, ja. Beim St. Michael Kirrtag wieder die Freiwillige Feuerwehr St. Michael dabei. Warum? Ja, ist eine Tradition. Die letzten Jahre sind wir schon immer da. Also wir haben einen Standplatz von der Firma Redmannsberger übernommen eigentlich und das läuft gut. Ja. Auch die Kulinarik kommt bei diesem Kirrtag nicht zu kurz, denn Speis und Trank sind gut und reichlichst vorhanden. Ja, beim St. Michael Kirrtag natürlich auch die Schachners dabei. Wie gefällt es euch da? Ja gut, wie alle Jahre. Leider ist er halt nur einmal im Jahr, gell? Ja, du bist mit der ganzen Familie fast da. Fast? Der Alexander wird noch kommen, weil der ist ja in der Polizeischule und die hören erst um 4:30 auf. Und der wird erst dann kommen, wenn die Sturmstandeln aufmachen. Was glaubst du, warum hat der Kirrtag so eingeschlagen? Ja, ich glaube einfach, dass das Tradition ist und der Michaeli-Kirrtag hat einfach eine gute Tradition. Ja, auf alle Fälle weiß ich, dass da auch die Schulen früher zusperren, dass die Kinder da etwas länger schauen können. Das war schon auch bei unseren Kindern so, bei mir schon so. Und natürlich auch die Geschäfte sperren früher zu. Beim SV St. Michael Jugendstandl Fußball oder der Mann der Unger, warum? Wie kommt es denn dazu? Du bist der Hirtning-Trainer. Ja, das stimmt. Wobei meine ersten Fußballschuhe habe ich da in St. Michael gebunden. Mein Sohn hat auch da gespielt, ist wieder super Jugendarbeit geleistet und das ist, kommt der St. Michael Jugend zugute und für das bin ich immer zu haben. Und natürlich immer Gaude auch bei dem Kirrtag, gell? Ja, ich bin ja froh, dass ich wieder mal meine alten Bekannten sehe, meine Jugendtrainer und alles und ich werde immer St. Michael bleiben und deswegen bin ich da auch immer gern. Die zahlreichen Kostproben trugen nicht nur bei diesem Käsestand dazu bei, das eine oder andere Gusto-Stückerl mit nach Hause zu nehmen. Ein Highlight war auch der Bierenstich vor dem Volkshaus, den sich viele Besucher nicht entgehen ließen. Ja,
der Bock beansticht, das war ja ein großer Erfolg. Du hast gleich den ersten Versuch wirklich richtig klasse hingebracht. Auf was kommt es an? Ja, mich hat selber sehr überrascht, dass das Ganze so einwandfrei funktioniert hat. Und angekommen tut es, glaube ich, man muss den Pippen gerade anhalten, gut draufschlagen und ein gutes Gefühl. So wie halt bei den Frauen, und dann funktioniert das tadellos. Prost, Prost. Ein freudiger Tag für große und kleine Besucher. Und man ist sich jetzt schon wieder einig. St. Michael, wir treffen uns wieder beim Kirtag 2015. Ein Symposium im Kunsthaus Mürz stand 3 Tage ganz im Zeichen der Semmeringbahn. Ziel war unter anderem, einen Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft zu spannen und ein gedeihliches Miteinander von historischer Gegerbahn und neuem Basistunnel zu fördern. Eröffnet wurde außerdem die begleitende Ausstellung Wege über den Semmering. Das Symposium Geger Semmeringbahn und die Bahn der Zukunft bestand aus den Modulen Eisenbahn, Landschaft und Region. Als Einstieg wurde im Buchebner-Saal des Kunsthauses Mürz die Ausstellung 16,27 Meter pro Sekunde Wege über den Semmering eröffnet. Die Ausstellung geht den unterschiedlichen Wegen über den Semmering nach. Hier gibt es also eine sehr lange Geschichte, beginnend von den Wanderwegen, den einfachen Forstwegen, über die Eisenbahn bis hin zur Schnellstraße der S6. Jeder dieser Wege hat eine spezifische Perspektive auf die Landschaft, aber er hat auch in spezifischer Weise die regionale Entwicklung und die Wahrnehmung beeinflusst. In der Ausstellung sollen beide Aspekte gezeigt werden. Zum einen das atmosphärische Stimmungsbild aus der Welt der Bilder von Michael Goldgruber, und zum anderen gibt es Screens und einen Plan, die so etwas wie eine Art Fahrplan bilden zur Geschichte der Region. Vergleichbar mit einem flüchtigen Blick aus dem Zug erzeugt die Installation der Ausstellung mit Filmen, Fotografien, Sounds und Texten ein atmosphärisches Stimmungsbild. Die Grundidee ist eigentlich, sich mit der Wahrnehmung zu beschäftigen, die durch die Eisenbahnreise im 19. Jahrhundert ja völlig geändert wurde. Und uns ging es dann spezifisch darum, wie sich das am Semmering abspielt, wenn man durch diese Blicke aus dem Fenster sehr monumentale, aber gleichzeitig auch romantisch flüchtige Bilder zustande bringt. Ausstellung und Symposium entstanden in Kooperation von Kunsthaus Mürz, Technischer Universität Graz und Südbahnmuseum Mürz-Zuschlag. Es ist für die Arbeit am Kunsthaus Mürz für uns immer auch ganz wichtig, dass wir uns mit, wenn wir uns mit bildender Kunst beschäftigen, mit Wissenschaft beschäftigen, dass wir immer auch die Region mit einbeziehen. Und diese Ausstellung ist so ein Einstieg, eine Reise, eine etwas andere Sicht auf den Semmering, auf unsere Region. Im Klicks des Kunsthauses Mürz wurden an 3 Tagen landschaftliche, wirtschaftliche, künstlerische oder historische Aspekte rund um die Semmeringbahn beleuchtet. Also ich möchte eigentlich daran erinnern, aus welcher Vielfalt an technischen Möglichkeiten diese einzigartige Bahn, die Gegerbahn, entstanden ist, die sich ja so umständlich den Berg hinauf schleicht, also mit diesen vielen Viadukten und Kurven. Und heute stellt sich die Frage, ja, können wir sie noch bewahren? Wie können wir sie bewahren? Und ja, ist diese Imagination noch da? Mir kommt vor, ja. Die Entwicklung der Bahn in den letzten, na sagen wir, 30 Jahren oder 40 Jahren sogar, ist eine dramatisch schnelle und, was Österreich anlangt, eine äußerst positive. Es ist für mich immer verwunderlich, dass wir an der Bahn hier immer nur herumnörgeln oder häufig herumnörgeln, während das Ansehen, das auch die österreichischen Bundesbahnen im Ausland genießen, ungeheuer groß ist. Neben interessanten Referaten zu verschiedenen Themenblöcken bereicherten Kurzstatements und konstruktive Diskussionsbeiträge das Symposium. So wie beim ersten akademischen Wirtshaus zum Thema Welterbebahn, Welterberegion. Die Semmering Eisenbahn ist eigentlich hier
eine Bereicherung der Landschaft, diese Verkehrslandschaft Semmering. Währenddem, ich habe es genannt, diese Alltagskulturlandschaft eigentlich sehr stark die Qualität der Landschaft hier beschränkt. Mir ist aufgefallen, dass da natürlich ganz unterschiedliche Erwartungen sind. Es gibt solche, die denken, wenn etwas Welterbe wird, aha, jetzt haben wir es gerettet. Und dann merkt man, oh, die Entwicklung geht weiter. Aber was das Gute ist, was ich daran finde, dass eigentlich damit zwingend eine Diskussion in allen Fällen nötig ist über diese Entwicklungsprobleme und diese Erhaltungsprobleme. Es geht hier um das immaterielle Kulturerbe einer gesamten Region, die vor allem durch die Semmeringbahn in den letzten 100 Jahren sehr stark bestimmt war. Aber die Region hier kann sich glücklich schätzen, dass sie so ein reiches Erbe hat. Und auch damit, wenn man das erkennt und neu deutet, auch eine große Zukunft hat. Das zweite akademische Wirtshaus am dritten und letzten Tag war der zukünftigen Bahn im Kontext Europas gewidmet. Von zentraler Bedeutung ist dabei der Semmering-Basistunnel neu. Der Semmering-Basistunnel ist voll im Bau. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir alles in der Zeit und in den Kosten abwickeln können. Wir sind sehr stolz, dass wir sämtliche geplanten Vorarbeiten seit 2012 bis in den Herbst 2014 frist- und zeitgerecht und in Qualität abwickeln konnten. Die rechtliche Situation ist so, dass wir derzeit fortbauen können. Beim Bundesverwaltungsgericht liegen die Bescheide beschwert und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten 6 Monaten hier rechtlich entsprechende positive Nachrichten bekommen, um wie geplant fortführen zu können. Die neue Bahn steht für neue moderne Züge, für neue moderne Bahnhöfe, steht für Investitionen in der Größenordnung von in etwa 2 Milliarden Euro in die Infrastruktur und nochmals in etwa 1 Milliarde in neue Fahrzeuge. Die neue Bahn steht auch für schnelle Züge, für kurze Fahrzeiten. Kurz und gut, die neue Bahn ist Lifestyle. Die 1854 fertiggestellte Semmering-Gebirgsbahn wurde mit der sie umgebenden Kulturlandschaft 1998 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Das Symposium GEGA Semmeringbahn und die Bahn der Zukunft setzte wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft beider Bahnprojekte. Es gibt auf der ganzen Welt nur 800 Welterbe-Kulturstätten und das ist ein unglaublicher Schatz, der uns alle zu einem hohen Mehrwert berechtigt. Dieser Mehrwert sollte in den nächsten Jahren gehoben werden. Es möge eine Welterbe-Region entstehen, die bundesländerübergreifend zu sehen ist. Die Ausstellung Wege über den Semmering ist noch bis zum 16. November im Kunsthaus Mürz zu sehen. Damit kommen wir zum Fußball. In der Landesliga standen sich die KSV-Amateure 1919 und der FC Gradkorn gegenüber. Die Gäste hatten dabei am Ende allerdings das Nachsehen. Ein Blechschaden am Auto ist ohne dies schon eine nervige Sache. So wünscht man sich wenigstens in der Schadensabwicklung eine zuverlässige Hilfestellung. Kfz-Schadensabwicklung ist im Spengler- und Lackierzentrum Huber-Kapfenberg eine der größten und modernsten in der Obersteiermark, für alle Automarken ein zuverlässiger Partner. Autohaus Huber repariert alles, alle Marken. Wir reparieren Hagelschäden, Kleinschäden, Backschäden, Tellendrücken, Glasreparaturen, Steinschläge, Spot-Repair, sagt Spenglereileiter Adi Strassecker. Die Lackiereinheit verfügt über eine der modernsten Techniken von Sikens und bringt dem Kunden klare Vorteile. In der Schadensabwicklung wird dadurch in kürzerer Zeit ein wesentlich besseres Ergebnis an der Lackoberfläche erzielt. Hagelschaden wird mit der modernen Methode repariert. Leihwagen, wenn etwas länger dauert, Abwicklung mit den Versicherungen und vieles mehr bietet Huber Kapfenberg. Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung,
und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Juri Nickersdorf ist ein Dienstleistungsunternehmen, das schon über 4 Jahrzehnte im Aufgabenbereich Kanal, Grubendienst, Muldenservice, Hochdruckreinigung mit zahlreichen Spezialfahrzeugen und gut ausgebildeten Mitarbeitern im Einsatz steht. Juri Nickersdorf, da sind Sie in guten Händen. Besten Geschmack gibt's jetzt auch alkoholfrei. Vollmundig, natürlich trüb. Gösser Naturgold. Echter Biergenuss zu jeder Tageszeit. Egal welches Modell von Ford Sie ins Auge fassen, bei Ford Huber Kapfenberg sind Sie da schon mal genau richtig. Mein Name ist Franz Hofer, ich bin Verkaufsleiter im Autohaus Huber Kapfenberg und für die Marke Ford zuständig. Besprechen Sie mit ihm Ihre Wünsche, Ihre Vorstellungen. Ford ist eine Idee weiter. Am besten, Sie kommen zu einer unverbindlichen Probefahrt. Dann wissen Sie es. Ford von Huber Kapfenberg. Unser Schlagerspiel der Runde kommt diesmal aus der steirischen Fußball-Landesliga. Da wird an diesem Wochenende die 10. Spielrunde ausgespielt und der Tabellen-14. KSV Austria-Amateure, der trifft auf den Tabellen-15. auf Gradkorn. Beide Teams, das merkt man schon an der Tabelle, die brauchen ganz, ganz dringend Punkte. Heute wird sicher stark gefeitet hier im Waldstadion am Schirmitzbühel. Schauen wir uns dieses Spiel gemeinsam an. Mäßiger Besuch bei dieser Landesliga-Nachzüglerpartie im Waldstadion Kapfenberg. Der Schiri heute Alda Serda aus Gleisdorf. Dem Matchball sponsert das griechische Restaurant Sorbas Kapfenberg-Schirmitz. Gradkorn in Schwarz spielend hat Anstoß. Kapfenberg-Schlussmann Petrovcic entschärft guten Gradkorn-Schuss in der Anfangsphase. Auf der Gegenseite dringt Edin Batic in Gästestrafraum ein, will Elfer, der Schiri sagt, weiter geht's. Die Jungfalken legen nun einen Zahn zu, werden nun gefährlich. Kelvin Novora löst sich da gut, setzt Batic ein. Batic vergibt. Nach verunglückter Gradkornabwehr schaufelt Novomora übers Tor. Am Einsatz fehlt's nicht, da geht's zur Sache. Für die Gäste gibt's Freistoß, aber Kola kann Petrovcic nicht gefährden. Weiter geht's mit KSV-Eckball. Die Gradkorner bringen das Leder nicht weit genug weg, der Ball kommt auf Umwegen zu Batic und der fackelt nicht lange, trifft zum 1:0 für die Jungfalken. Schönes Batic-Tor in Minute 33. 4 Minuten später wieder die Kapfenberger mit Angriff. Batic mit Zuckerpass auf Michi Vollmann. Vollmann erhöht auf 2:0, macht sein 5. Saisontor. Treffer gibt's in Hälfte 1 keinen mehr. Mit der 2:0 Kapfenberger Führung geht's in die Halbzeit. Lust auf 2 Thermenkarten der Therme Aqualux Fonsdorf? Ja, super, erst. Ja, und ich habe leichte Fragen für dich natürlich. Aufgelegte Fragen. Die Falken haben gestern wieder eine tolle Beute gemacht. 3-0 Auswärtssieg, was keiner gerechnet hat damit in Innsbruck. Ja, und jetzt brauche ich die Torschützen. Zweimal Grigic und einmal der große Ronaldo, der Star aus Brasilien. Ja, der Grigic zweimal und einmal der Ronivaldo ist richtig. Wie viele Tore hat der Ronivaldo bis jetzt und wie viele Tore hat der Grigic bis jetzt? Ronaldo 9 und Grigic 6. Nein, das stimmt nicht ganz. Ronivaldo 9 ist richtig. Der führt ja die Torschützenliste an und der Grigic hat 4. Ah, 4? Ja, mein Mann, verdammt, 2. Ja, ich habe schon gerechnet, jetzt für das nächste Match gegen VfC, nicht, dass ich auch wieder 2 mache. Ah, genau, aber du kriegst jetzt 2 Thermenkarten. Gratulation. Danke, danke schön. Der KSV-Präsident Erwin Fuchs ist heute gut gelaunt, hat Familientag. Es schaut ja alles nach einem KSV-Wochenende aus. Gestern 3:0 gewonnen, die erste Mannschaft in Innsbruck und heute diese 2:0 Pausenführung in der Landesliga.
Naja, es ist das Spiel war bis zum 1:0 eigentlich, haben wir unsere Jungs gut gespielt und wir haben gute Chancen vorgefunden. Das 1:0 war dann ein bisschen Erlösung. Das 2:0 die Draufgabe und ich hoffe, dass es dann so weitergeht. Aber Gradkorn hält schön dagegen, so wie sich das gehört in der Landesliga und in der höchsten steirischen Liga. Und unsere Jugend ist ja gefordert, beziehungsweise wir wollen ja da unten ein bisschen rauskommen aus dem hinteren Drittel. Und ich hoffe, dass es heute ein Sieg wird. Auf in die zweite Spielhälfte. Bei Gradkorn kommt Gwid für Gricanac ins Spiel. Mila Silva, der gute Geist der Falken. Mädchen für alles. Masseurin, Dolmetscherin, Jugendtrainerin, hat auch den Landesverbandstrainer gemacht. Könnte sogar einen Oberligaverein trainieren. Wieder mal ein Lebenszeichen von Gradkorn. Gwid verzieht da mit diesem Schuss. Darauf folgend gibt es eine brenzlige Aktion nach KSV-Angriff. Der rausstürmende Gradkorn-Tormann Mesic stoppt Vollmann. Für Mesic gibt's da Gelb. Glück für Mesic. René Bitter holt sich eine Verwarnung und der darauffolgende Freistoß bringt nichts ein. Kapfenberg kontrolliert das Match, kommt auch zu Chancen. Nach Schnittler Flanke verköpft Novomora. Für Batic kommt nun Stefan Ranger ran. Batic hat seine Schuldigkeit getan. Ein Tor gemacht, eines aufgespielt, eine super Partie gespielt. Die Gradkorner Bank nicht zufrieden. Das Match in der Endphase schaut für die Gäste nicht gut aus. 2:0 hinten. Einen Gästefreistoß gibt's noch, der Schuss zu zentral und das war's auch schon. KSV Amateure Austria schlägt Gradkorn verdient mit 2:0. Die Stimmen zum Match. Ja, Michi Vollmann, was war heute der Schlüssel zum Erfolg bei diesem 2:0-Sieg gegen Gradkorn? Ja, ich sage mal, dass in der ersten Halbzeit kämpferisch waren wir gut drauf eigentlich, spielerisch hat auch passt. Und durch die zwei Tore in der ersten Halbzeit war das eigentlich schon in der ersten Halbzeit entschieden. Ja, das war heute ein Befreiungsschlag, weil jetzt hat man 12 Punkte und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich meine, die Liga ist ganz knapp benannt und wenn wir jetzt am Dienstag im Nachdruckspiel auch noch gewinnen, dann sind wir wieder vorne dabei, dann sind wir Dritter, Vierter und dann passt das schon. Du hast heute dein 5. Saisontor erzielt, heute das 2:0 gemacht. Wie ist denn dieses Tor entstanden? Ja, ich glaube, es war eine schöne spielerische Aktion über rechts, wo der Pachter noch in der Mitte den Ball gekriegt hat und dann eigentlich mir nur ins Loch reingespielt hat und ich war dann an der Lampe am Daumen und dann mit links ins lange Eck. Wie schaut denn das Saisonziel aus? Wo wollt ihr dann Ende der Meisterschaft stehen? Ja, es ist eigentlich nichts vorgelegt, aber ich glaube, dass wir vorne mitspielen können, auch mit so einer Mannschaft, mit einer Jungen, weil wir sind spritzig, aggressiv und spielerisch auch nicht so schlecht. Das heißt, Dritter, Vierter werden wir schon werden. Ja, mit Hans Biegel treffe ich da einen alten Bekannten, noch aus der guten alten GRK-Zeit da. Der ist ein Begriff, der Hans Biegel, hat für den GRK damals in der Staatsliga, Bundesliga viele Tore geschossen. Du bist jetzt Gradkorn-Trainer, hast heute da 2:0 verloren. In Kapfenberg bist du natürlich ein bisschen enttäuscht heute. Ich bin nicht nur ein bisschen, ich bin sehr enttäuscht von den Auftritten meiner Mannschaft, weil es war doch ein unmittelbarer Gegner. Und es war natürlich ein 6-Punkte-Spiel und wir haben eigentlich verdient verloren. Ja, und jetzt hat man natürlich den Anschluss total verloren gegenüber Kapfenberg. Die haben 12 Punkte, ihr seid so 5 Punkten stehen geblieben. Wie wird man da jetzt weitergehen? Naja, jetzt werden wir den Herbst abwarten, wie viele Punkte wir noch sammeln. Und sollte es die Möglichkeit nicht mehr bestehen, dass man sagt, okay, man nutzt noch die letzte Chance, ne, dann muss man einen kleinen Schnitt machen und sagen, okay, muss man mit den Jungen weiterarbeiten. Wo war heute der Knackpunkt im Match, erste Halbzeit, was sagst du? Ja, der Knackpunkt war natürlich das 1:0 und wir einfach, es geht kein Ruck durch die Mannschaft, obwohl gestandene Spieler drin sind, aber es ist ja jeder verunsichert. Und sobald wir ein Tor kriegen, ist das Spiel quasi erledigt. Natürlich mit Verletzten auch zum Kämpfen. Aber das soll keine Ausrede sein. Die Jungen von Kapfenberg haben sehr diszipliniert und haben verdient gewonnen.
Soweit unser Wochenmagazin Panorama. Falls Sie einen Beitrag versäumt haben oder Sie wollen ihn ganz einfach noch einmal sehen, unter www.mematvo.at finden Sie alle Berichte und Beiträge zum Nachsehen. Besuchen Sie uns auch auf YouTube oder Facebook. Im Namen des Teams danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.